nicht in meinem Weg rum. Der Assassine. So, noch. Unsere gute Qualität zu gewinnen. Nee, gibt es nichts. Wohin müssen wir denn damit überhaupt? In Leonardos Werkstatt? Wieder mal, oder? Ja, ich spring voll daneben. Buja! Wir haben den Apfel beschaffen, der Wichser ist tot. Nee. Noch lebt er. Wobei. Hey, du wirst brennen, Junge. Jetzt kann ich ihn wahrscheinlich töten, bevor er verbrennt. Ja, lass mich mal da durch. Bam! Voll in die Backe! Wie geil sieht das denn aus? Du bist es. Ich wusste, dass der Tag kommt. Bitte. Ich wusste, dass der Tag kommt. Seine Aussprache ist geil. Geht nun, damit euer Gott euch richten möge. Requiescat in pace. Na, ist jetzt das Volk gegen mich? Silenzio! Silenzio! Vor 22 Jahren stand ich, wo ich heute stehe, und sah, wie meine Familie starb. Verraten von denen, die ich Freunde nannte. Rache vernebelte meinen Verstand. Sie hätte mich verschlungen. Wäre nicht die Weisheit ein paar Fremder gewesen, die mir halfen, meine Instinkte zu überwinden. Sie predigten keine Antworten, sondern lehrten mich, eigene zu finden. Uns muss keiner sagen, was wir tun sollen. Nicht Savonarola, nicht die Medici. Wir können dem eigenen Weg folgen. Es gibt Leute, die uns diese Freiheit nehmen wollen. Und zu viele von euch geben sie freudig her. Aber wir können wählen. Was immer wir für wahr halten, das macht uns zu Menschen. Und kein Buch, kein Lehrer zeigt euch die Antworten. Den richtigen Weg. Geht euren eigenen Weg. Folgt nicht mir, oder sonst jemanden. Oh, epische Ansprache, richtig geil. Richtig geil kam das. So, Erinnerung synchronisiert. Sequenz 13 beendet. An sich, es gibt keine weiteren Gebiete mehr. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Aber ich will nicht zu früh sagen, dass es irgendwie zu Ende ist. Das dachte ich schon einmal und es war nicht der Fall. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Codex-Seiten gefunden. 30 von 30. Okay. Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Wir gehen nach Monteregioni. Es ist still. Keine Menschen hier. Das gefällt mir nicht. Und da oben links wird angezeigt, Codex-Seiten gefunden. 30 von 30. Was hat das damit zu tun? Ah, jetzt sind Menschen hier. Wahrscheinlich muss ich jetzt nochmal zur Codex-Wand. Ich mag teuer sein, aber mein
Und dann mal sehen, was sich dort ergibt. Bevor wir das machen, lege ich noch kurz die restlichen Federn ab. Heb noch das Geld ab, weil dann habe ich Kohle, du. Auch wenn ich es nicht mehr brauchen werde. Und dann geht's zur Codex-Wand, so wie es erscheint. Ich weiß gar nicht, was das Maximale ist. Wahrscheinlich ein paar Millionen. 999.000, ich weiß es nicht. Wir legen noch Federn ab. Zwei Stück, um genau zu sein. So, warum sind jetzt die Assassinen hier? Wir werden sehen, wir werden sehen. Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut. Vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Codex-Seiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Das X markiert den Ort. Die Codex-Seiten entschlüsseln, um den Eingang zur Gruft zu finden. Das habe ich ja eigentlich schon gemacht, ne? Okay. Warum leuchtet das hier so? Ach so. Ja. Ah, okay. Ah. Interessant. Okay, ich bin gespannt. Es ist eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft. Sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von zwei Schlüsseln. Zwei Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der zweite Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten, suchen wir diese Antworten. Und nun endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Okay, das X markiert den Ort. Ich finde, wir sind soweit. Deswegen geht's direkt weiter. Ab geht's nach Rom. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Ja, los nach Rom. Wirklich nach Rom reisen. Oha, okay. Es geht also nach Rom. Mal schauen, wie sie Rom aussieht. Oh ja, das sieht doch klasse aus. Rom, 1499. Es gibt eine neue Stadt. Ja, das dazu, dass das Spiel zu Ende ist. Im Maul des Wolfes. Die Sixtinische Kapelle infiltrieren und den Spanier eliminieren. Rom. Auf jeden Fall auch mal ein Ziel von mir. Da will ich auf jeden Fall mal hin, nach Rom. War ich leider noch nie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
ziemlich gut bewaffnet, nicht? Wo hab ich das gemacht? Ein Glück, dass ich das nicht unbemerkt machen muss. Interagieren. Okay, also es scheint nicht noch eine komplette Stadt zu geben, sag ich mal. Also Rom ist jetzt verdammt groß. Wieder mal. Ja, die Frage ist jetzt. Dieser Mann da, auf ihn! Muss ich da wirklich noch überall durch? Also muss ich da noch überall hin, weil es ist ja auch alles aufgedeckt und es gibt keine Dingstürme mehr. Ne, das war falsch. Bam, ist erledigt. Hopp, hopp, hopp. Da ist der Schalter. Und das Tor wird geöffnet. Na? Bam! Bam! Oh, voll daneben, Spasti! Bam, und tot ist er. Hier muss ich wahrscheinlich hoch. Jawohl. Assassino! Assassino! Oh, schön reiten. Dass das nicht wehtut. Los. Ich konnte die einfach wieder aus. Habt ihr Angst? Ja. Nummer 1. Na. Genau so. Oh, der lässt sich nicht reizen, oder was? Ich warte drauf, dass ihr euch Blöße gibt. Jetzt! Ja, geht doch, geht doch. Ja! Also geht doch. Es geht weiter. Hui, ganz provokativ. Ey, ich hab dich gerade provoziert. Ah, verdammt. Wie er mir jedes Mal. Der Spruch ist geil. Ah, verdammt. Ah, stirb! Die Frage ist jetzt, wer hier mit dem Pferd rübergekommen? Ich glaube nicht. Gebt Ruhe hier. Fresse halten.